So, Hallöchen, ich bin der Eggy von Edguy und jetzt gleich folgt ein kleines, klitzekleines Interview mit mir und Ornella von Come Backstage. Viel Spaß! So, erstmal vielen Dank für deine Zeit und wie lief die Tour denn bisher? Oh, sehr schön. Eigentlich alle Shows bisher praktisch ausverkauft. Ist ein Wahnsinnsgefühl, die Stimmung ist unglaublich, das Publikum gibt uns so viel Energie und wir haben natürlich Energie, freuen uns nach so langer Zeit endlich wieder auf Tour zu sein. Ist einfach wahnsinnig schön und ich kann es jetzt kaum erwarten, in einer Stunde wieder auf der Bühne zu stehen. Und ihr seid eigentlich wirklich noch jung und habt schon 25 Jahre Bandgeschichte auf dem Buckel sozusagen. Wie fühlt sich das an? Das ist aber lieb von dir. Ja, wir sind unglaublich jung, aber wir sind eigentlich erst 25. Ja, ja. Und ist die Band quasi in die Wiege gelegt worden damals. Sehr schön, das hört man selten. Ja, genau, richtig. Fühlt sich sehr, sehr gut an, denn wir fühlen uns immer noch genauso jung wie damals. Wir sind immer noch ehrgeizig und hungrig und gerade zur Zeit denken wir natürlich unheimlich viel an die Zeit zurück, als wir noch mit dem Wohnmobil durch die Gegend getourt sind. Heutzutage ist natürlich alles ein bisschen entspannter. Wir müssen uns nicht gegenseitig unsere Sachen aufbauen oder wir müssen unseren Fahrer nicht wachhalten, weil wir auch selber gefahren sind, haben uns abgewechselt und allem drum und dran. Ja, wir sind trotzdem noch genauso hungrig und freuen uns jetzt auf die nächsten 25 Jahre, vielleicht auch 30, wer weiß. Gell? Und ja, man hat immer noch irgendwelche Zukunftspläne, es gibt immer noch Sachen, die wir vielleicht noch nie gemacht haben, die wir gern machen wollen. Das sind keine konkreten Ziele, sind das nicht, aber es gibt immer so viel, wo wir glauben, das kann man alles noch ausprobieren. Das heißt, wir haben noch viel vor uns, glaube ich. Das freut mich zu hören und die Fans mit Sicherheit auch. Und ihr habt auch seit 20 Jahren knapp eigentlich die gleiche Besetzung der Band. Hört man heutzutage nicht mehr ganz so oft. Wie schafft man das? Das ist eine sehr gute Frage. Also bewusst kann ich das, ich kann das gar nicht gut beschreiben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist wie in jeder vernünftigen Familie auch. Natürlich streitet man sich auch. Die Kunst ist es einfach, sich zu versöhnen, sich auszusprechen und überhaupt dann den Dialog zu suchen, wenn irgendwas schief geht. Wenn man das alles in sich reinfrisst, dann platzt es natürlich irgendwann, dann funktioniert das einfach in der Band nicht mehr. Und genauso funktioniert das bei uns seit jetzt rund 20 Jahren. Darauf sind wir sogar extrem stolz, weil wie du schon sagst, es gibt eigentlich relativ wenige Bands, heutzutage wieder schaffen, 20 Jahre in derselben Besetzung zu sein. Und was sind bei euch so die Streitigkeiten, was sind die Reibungspunkte, wo ihr einfach aneinander geratet, mehr oder weniger? Oh du, das sind tatsächlich auch die normalsten Dinge der Welt, die normalsten Kleinigkeiten auf Deutsch gesagt. Also Kleinigkeiten sind es ja eigentlich immer, die dann im schlimmsten Fall immer größer werden. Das kann einfach sein, dass der eine schnarcht. Das kann tragisch sein, ja. Also mein Lieblingsthema ist eigentlich, was das angeht, dass wir vor auch knapp 20 Jahren in Südtirol unterwegs waren. Also wir wollten gerade von Deutschland nach Mailand fahren und hatten dann in Südtirol einen Zwischenstopp eingelegt mit unserem Wohnmobil. Und es ging darum, wann wir jetzt eigentlich dann stehen bleiben. Wir wollten noch ein Stückchen länger fahren. Tobi wollte stehen bleiben, weil er unbedingt einen Südtiroler Kaiserschmarrn haben wollte. Und wir wollten aber durchfahren und noch ein Stückchen. Irgendwann haben wir uns überreden lassen, sind dann stehen geblieben. Okay. Und aus irgendeinem Grund haben wir kein vernünftiges Restaurant mehr gefunden, um halt jetzt einen Kaiserschmarrn zu essen. Nein. Ich muss ja gestehen, ich liebe auch Kaiserschmarrn über alles. Also und es gab dann Streitereien. Das war äußerst dramatisch. Ja, ja, ja. Aber auch das haben wir überstanden. Gott sei Dank. Aber um ehrlich zu sein, natürlich gibt es auch durchaus ernstere Themen. Natürlich ist es auch rein musikalisch, dass es manchmal einfach andere Ansichten gibt, die dann halt irgendwie zusammengebracht werden müssen. Und manchmal im Eifer des Gefechts gerät man da auch gewaltig aneinander. Gerade wenn vielleicht entweder was schnell entschieden werden muss oder wenn alle irgendwie unter Adrenalin stehen und jeder blökt seine Meinung in die Mitte. Und das könnten dann auch vielleicht mal durchaus echt gegenteilige Meinungen auch sein. Und dann hilft eigentlich nur eins, durchatmen und hoffentlich am nächsten Tag nochmal in Ruhe drüber reden oder einfach sagen, komm, Tobi, entscheide zum Beispiel und alles ist gut. Irgend sowas, gell. Eine Lösung gibt's immer. Ja. Und am 14. Juli habt ihr ja Monuments veröffentlicht. Das ist ja nicht so die klassische Best-of, die man nach 25 Jahren erwartet. Ja, klassisch hin oder her. Für uns war es generell einfach erstmal wichtig, irgendwas ganz Besonderes natürlich zu machen. Das sollte jede Veröffentlichung sein, ganz egal, was es ist, weil irgendwie alles nach 0815-Prinzip zu machen, das interessiert niemanden. Ganz gleich, ob das Rock, Heavy Metal oder irgendeine Musikrichtung ist. Und für uns lag das einfach nahe, einerseits natürlich ein Best-of zu machen. 25 Jahre Edguy ist ein sehr, sehr guter Grund, einfach mal einen kompletten Querschnitt aus der ganzen Band
Epoche, halt so aus allen Epochen irgendwas zu zeigen. Zum anderen war es uns wirklich auch wichtig, einfach ein paar neue Songs mit dazu zu mischen. Und das war für uns gerade so vom Verhältnis, 5 neue Songs und ich glaube 22 alte Songs, zuzüglich noch ein Demo, was quasi ganz außer Konkurrenz sozusagen ist. Gell? Und das fand mir auf jeden Fall absolut klasse. Und natürlich auch zu so einem Bandjubiläum ist es eigentlich auch sehr, sehr passend, einfach mal so einen tollen Bildband dabei zu haben, der eben auch die Band auch vor allem in den frühen Tagen zeigt, was man ja auch zur damaligen Zeit in der Presse selten zu Gesicht bekommen hat. Und das ist selbst für uns extrem lustig, solche alten Bilder immer wieder anzuschauen. Also es ist für uns dann tatsächlich so wie ein kleines Familienfotoalbum, kann man sagen. Und ja klar, und auch natürlich rückblickend einfach mal eine Live-DVD aufzugreifen, die jetzt nicht unbedingt in den ganz frühen Tagen gemacht worden ist, aber quasi einfach so mittendrin. Und wir hatten halt einfach auch das Glück und die Chance, da wirklich was qualitativ ganz Besonderes rauszupicken, was wir von 2004 eben noch übrig hatten, wo wir damals nicht die Chance gehabt haben, das als komplette DVD zu machen. Und jetzt nutzen wir die Chance natürlich. Und auch das ist für uns ein wahnsinnig cooles Dokument. Und mir fällt gerade bei dieser DVD immer auf, dass man selber spürt, diese Energie hat man tatsächlich immer noch. Da ist man in der Hinsicht kein bisschen ruhiger geworden und möchte immer auf der Bühne Vollgas geben. Ja, das ist schön. Das treibt einen, um ehrlich zu sein, an. Also wenn man irgendwann mal schlecht drauf ist oder auch vielleicht mal das Selbstvertrauen einknickt, dann kann man einfach diese DVD wieder gucken und ist wieder voll da zu 110% und dann geht's weiter. Das klingt doch gut. Und Space Police ist ja jetzt schon 3 Jahre her. Wann können die Fans mit einem komplett neuen Album rechnen? Das halten wir uns im Moment noch komplett offen. Also jetzt sind wir erstmal definitiv mit dem Kopf hier bei dieser Tour und bei unseren 25 Jahren. Und was danach kommt, das wird sich erst noch weisen. Kann ich im Moment bei bestem Willen leider nichts dazu sagen. Und ich komme zu den letzten 2 Fragen. Die stelle ich immer ganz gern jedem, mit dem ich ein Interview mache. Die erste wäre, wenn du einen jungen Menschen dazu bringen müsstest, Rockmusik zu hören, welchen Song würdest du ihm vorspielen und wieso? Also ganz egal von welcher Band. Das ist immer, jetzt muss ich echt überlegen, das kann jetzt ein bisschen dauern. Also normalerweise geht mir immer als allererstes durch den Kopf dann natürlich Battery von Metallica, weil das war einer der ersten Songs, die ich jemals gehört habe, weil mich zum einen dieses Akustik-Intro am Anfang unglaublich schon beeindruckt hat, da war ich 13 oder 12, nee 13 war ich da. Und natürlich danach dieses rasante Vollgas mit diesen Staccato-Gitarren, ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, alternativ. Genauso gerne höre ich auch das Kontrastprogramm Nothing Else Matters von Metallica. Aber wie du schon merkst, irgendwie bleibe ich immer wieder bei Metallica hängen, weil das so eine meiner ersten Einflüsse gewesen ist seinerzeit. Klingt doch gut. Ja. Und wenn du ein imaginäres Dinner mit 3 Personen deiner Wahl haben könntest, ganz egal ob tot, lebendig, real oder nichts, wer säße am Tisch? Du wirst lachen, das wäre zur Zeit, weil habe ich mir gerade gestern auch Spaß drüber Gedanken gemacht. Ist kein Witz. Man macht sich ja auch manchmal nachmittags auch Gedanken. Ja. Selten, also besonders als Bassist, nicht selbstverständlich, aber auch ich mache mir zeitweise Gedanken. Nein, ernsthaft, ich habe tatsächlich gerade gedacht, ich wäre gerne mit Angela Merkel an einem Tisch, weil ich sicherlich eine Frage hatte, das ist natürlich auch ein brandaktuelles Thema. Und dann würde ich noch Cliff Burton dazu setzen. Interessante Mischung. Mal gucken, absolut, was der dazu sagen hat. Ja. Wir sind doch schon zu dritt. Achso, noch eine dazu. Wen nehme ich denn da? Ich nehme meinen Sohn mit. Mal gucken, was der dann zu erzählen hat. Ja, genau. Dann vielen Dank für deine Zeit. Die letzten Worte gehören dir. Meine letzten Worte. Achso, du meinst für heute Abend. Also nicht meine letzten Worte. Also es sind nicht meine letzten Worte. Aber nur jetzt. Also jetzt nur die letzten Worte. Jetzt ganz genau. wie gesagt, jetzt freue ich mich einfach nur auf die Show jetzt gleich. Wir werden uns umziehen. Wir werden uns überhaupt erstmal alle treffen. Ich habe noch gar nicht alle Ad-Guys heute gesehen. Und dann geht's los. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Und dann sehen wir uns wieder hier, genau an dieser Stelle, in 25 Jahren, zum 50. dann. Klingt gut. Okay. Vielen Dank.